liebst das Abenteuer, fremde Kulturen und Schokolade? Du willst Bio, Fairtrade und Verantwortungsbewusstsein beim Reisen? Super! Darf ich vorstellen? The Cocoa Farmers of the El Sabo Cooperative in Bolivia. They grow high quality and certified organic cocoa and export it by fair trade standards, for example, to Europe. In the 1960s, they came down from the dry highlands of Bolivia to the fertile tropical lowlands of Alto Beni to grow cocoa. In 1977, they joined forces and founded the El Sabo Cooperative, which works in the spirit of sustainability, counts on healthy growth, and tries to improve the living conditions for their affiliated families. With their work and the careful grooming of their cocoa plantations, they do not only make their living in a responsible manner, but also contribute considerably to the preservation and protection of the local flora and the environment. Their love for nature, for their trees, and the way they handle both is reflected in the flavors of their cocoa, of which they make their own delicious chocolates and refine some of the best chocolates in Europe. Jetzt wollen die Kakaobäuerinnen und Kakaobauern von El Sabo mehr aus ihrem Kakao machen. Für sich selber, aber auch für andere. Also auch für dich. Sie möchten dich gerne einladen auf eine wunderbare, auf eine süße Reise von da, wo der Kakao wächst, bis dahin, wo sie die köstliche El Sabo Schokolade produzieren. An adventure. On the very route, the cocoa travels from the tree to the chocolate factory. On a bike, exploring one of the most beautiful, but also most dangerous roads in the world. Imagine traveling from the cocoa plantations in the tropical lowlands of Alto Beni, near La Paz, to the chocolate factory in the highest city of the world, El Alto. Plant a tree, harvest its fruit, turn the beans to dry, try delicious recipes with chocolate produce. Discover the River Beni and life around its shores and help the communities on their way to more independence and self-determination. Du fragst dich, wo du buchen kannst? Daran arbeiten wir gerade. Und du kannst dazu beitragen, dass die Schokoladenstraße bald bereist werden kann. Dieses Foto mit Hernán Trujillo von El Sabo ist vor 3 Jahren direkt vor der Schokoladenfabrik in El Alto entstanden. Damals hat er mir zum allerersten Mal von den Plänen der Kooperative erzählt, in den Tourismus einzusteigen und die Schokoladenstraße zu errichten. Seitdem brenne ich für diese Idee. Und es ist mir auch gelungen, andere mit dem Schokoladenstraßenvirus zu infizieren. Mittlerweile arbeitet mein Team von Destination Development mit genauso großer Begeisterung und sehr intensiv an dem Projekt und hat einen Projektplan erstellt, den wir in verschiedene Module eingeteilt haben. Architektur, denn Gäste wollen untergebracht werden. Gastronomie für die Verpflegung und den Genuss. Transport, Technologie, denn das eine oder andere möchten wir vielleicht gerne über die sozialen Medien mit unseren Freunden teilen. Marketing, und zwar muss ein komplettes Vertriebssystem entwickelt werden und auch eine Marketingstrategie entwickelt und umgesetzt werden. Und Training, denn es fehlt an Know-how im Bereich Tourismus. Und allgemeines Know-how für den weiteren Betrieb der Schokoladenstraße. Interkulturelles Verständnis ist dabei ein besonderer Schwerpunkt, denn das ist ein Schlüsselfaktor für das Gelingen der Schokoladenstraße. Wir von Destination Development haben also schon einen Haufen an Vorarbeit geleistet. Alles ehrenamtlich und unentgeltlich. Der nächste Schritt wird nun eine Reise nach Bolivien sein, um einen ersten integrativen Workshop mit den Familien von El Sabo abzuhalten. Denn alle Familien, die beteiligt sein werden an der Schokoladenstraße, sollen ja von Anfang an in den Prozess mit eingebunden sein. Dafür brauchen wir aber ein Budget. Und da kommst du ins Spiel. Wir bauen darauf, dass wir dir jetzt Lust gemacht haben, auf die Schokoladenstraße zu reisen und die Menschen kennenzulernen. Und wir bauen darauf, dass du andere gerne dabei unterstützt, etwas Besseres aus ihrem Leben zu machen und einen Traum zu verwirklichen. Und als kleine Hilfe habe ich jetzt noch einmal die besten Gründe für dich, warum das Projekt unterstützenswert ist. Du kannst eine ganz tolle Reise machen, in eine einzigartige Landschaft und ein tolles Abenteuer erleben. Du kannst in eine Kultur eintauchen, die dir bestimmt noch nicht bekannt ist, und du kannst ganz tolle Menschen kennenlernen.
und, ganz wichtig, die 40 Aromen von Schokolade genießen. Sei doch dabei!